Meine lieben Elix-Freunde, da sind wir wieder zurück. Seid gegrüßt. Wir machen weiter und wir haben dem Typen hier, der hier die Gefangenen bewacht, zugesagt, dass wir ihm helfen, ein paar Splitter einzutreiben, damit die Gefangenen hier ein bisschen mehr zu essen kriegen. So, und das werden wir jetzt versuchen. Normalerweise halte ich mich fern von Ort. Alexei braucht Elixit. Alexei braucht Elixit. Was erzählst du da? Ich kenne Alexei. Der würde sich nie bereichern. Die Splitter gehen auch für die Gefangenen drauf, nicht für ihn. Ach, jetzt verstehe ich. Ich werde ihm einen Teil meiner Splitter zukommen lassen. Es ist nicht viel, aber es macht mich auch nicht ärmer. Danke. Okay, das ist gut. Die Gefangenen verhungern. Die Gefangenen verhungern. Was glaubst du, wie egal mir das ist? Eine Schande, dass wir diese Ketzer überhaupt in unser Reich lassen. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ah ja, ganz ein Netter. Der hat wohl keinen Bock. Okay. Dann gehen wir mal weitersuchen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Oder wo sind sie denn? Ne, hier waren wir gerade. Okay, warte mal. Wir gehen mal hier lang. Normalerweise halte ich mich fern von Orten, an denen keine Sonne scheint. Aber die übergroße Rattenfalle hier hat was für sich. Hast du mal einen Moment? Ketzer! Immer das Gleiche mit euch! Ihr klebt wie Dreck an den Stiefeln. Ja. Euch wird man nur los, wenn man kräftig schüttelt. Also nein. Erraten. Wenn es etwas gibt, das ich wissen sollte, heraus damit. Wenn nicht, tu, was du tun musst. Nur ohne mich. Wie stehst du zu den Gefangenen? Wie stehst du zu den Gefangenen? Gespalten. Warum? Ich nehme an, du weißt, wie es um ihre Versorgung bestellt ist. Sicherlich. Aber ich betrachte es als natürliche Selektion. Der Starke überlebt und der Schwache fällt der Gemeinschaft nicht zur Last. Und das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Du machst dich ziemlich wichtig. Du machst dich ziemlich wichtig. Zerreiß dir nur weiter das Maul. Die Rechnung kommt irgendwann. Nur, dass du es weißt. Ich sorge dafür, dass ein Zahnrad in das andere greift. Ah ja. Wenn dir das nicht passt, mach einen Bogen um mich. Okay. Aufstehen, ihr verdammten Maden! Wollt ihr wohl arbeiten? Los, los! Geil. Ein richtiger Sonnenschein. Okay, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Warte mal. Hier vorne ist noch jemand, ne? Oder auch nicht. Wir gehen mal hier links. So. Ihr zögert die Qualen nicht lange genug hinaus. Der Schmerz muss sich bis in den Geist fressen. Erst wenn ihr das Weiße in den Augen seht und der Körper nicht mehr an sich halten kann. Ja, okay. Das will ich gar nicht wissen. Okay, warte mal. Wir gehen mal... Aua. Ups. Tengis. Nee, doch, der war richtig. Tengis war richtig. Warte mal. Eure Gefangenen verrotten in den Käfigen. Eure Gefangenen verrotten in den Käfigen. Wer tot ist, muss nicht ernährt werden. Oh. Und das findest du in Ordnung?
Als Vertreter der Resistenten sehe ich keinen Sinn darin, Ungläubige von unseren Idealen zu überzeugen. Nenn mir nur einen Grund, warum ich anders darüber denken sollte. Wäre ich nicht gewesen, hättest du noch lange nach Ivan suchen können. Und das soll mir jetzt was sagen? Deine Haltung vergeudet Potenzial. Meine Überzeugung steht hier nicht zur Debatte. Ich kann nicht leugnen, dass du mir eine Hilfe warst. Aber die Gefangenen bringen Veränderung mit sich. Ein Umstand, den ich zutiefst ablehne. Ah ja. Alles, was ich verlange, ist, dass sie nicht verhungern. Ich werde sie nicht ernähren. Und deine Händler, was ist mit denen? Die Ware ist für den Verkauf bestimmt. Wir haben nichts zu verschenken. Du wirst mir also nicht entgegenkommen. Ein Rabatt ist alles, was ich den Abwerbern anbieten kann. Sie werden weiterhin für die Nahrung bezahlen müssen, aber ich erlasse ihnen einen Teil der Summe. Klingt fair. Auch wenn ich es nicht gutheißen kann, dass du den Abwerbern hilfst, kann ich nicht verleugnen, dass du hilfst. Ja. Na, siehst du, geht doch. So, wen haben wir noch? Batulga. Alexei braucht Elixit, um die Gefangenen besser versorgen zu können. Alexei braucht Elixit, um die Gefangenen besser versorgen zu können. Er und die anderen Abwerber glauben, aus ihnen erwachsen neue Gläubige. Genau. Ich aber sage, ab in die Blutzisterne mit ihnen. Hat er dich geschickt oder weswegen bist du hier? Vergiss es. Gut. Das lassen wir mal lieber. So, wen haben wir noch? Costa. Angeblich hat sie vor, sie so lange arbeiten zu lassen, bis sie umkippen. Die Gefangenen brauchen eine bessere Versorgung. Die Gefangenen brauchen eine bessere Versorgung. Warum kommst du damit zu mir? Alexei ist für sie zuständig. Ich helfe ihm dabei, das nötige Elixir zusammenzubekommen. Den Weg zu mir hättest du dir sparen können. Ich habe nichts zu verschenken. Weder Waren noch Splitter. Kleiner Ratschlag. Am besten hörst du ganz damit auf, für ihn die Leute auszunehmen. Das ruiniert mir nur das Geschäft. Ja, ja, ja. Egal, was du sagst, ich bin an. Bei Geld hört die Freundschaft auf, ne? Das merkt man hier. So, okay. Wir gucken aber trotzdem mal weiter. Oh, ein toter Morkon. Gut. Ich gehe mal hier lang. So. Die Leute der alten Welt hatten hier wohl mal eine Menge Spaß. Ach, hier ist eine Mine, okay. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Okay, warte mal. Wie komme ich denn jetzt wieder nach oben? Wer ist das? Ratibor? Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Oh ja, okay. Dann halt nicht. Morkon, ja. Hier ist viel los. Guck mal, ganz viele Leute. Okay, wir gehen mal hier lang. Mal sehen, wo wir jetzt rauskommen. Oh, guck mal, hier ist ein Teleport. Irgendwo in der Nähe. Aber hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Okay, da müssen wir noch mal ein bisschen gucken. Das ist sehr verwinkelt hier.
sehr, 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 sehr verwinkelt. So, warte mal. Wo geht's denn da hin? Geht's da raus? Ah, guck mal, hier geht's hoch. Sehr gut. La 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 la. So. Hier vorne müsste gleich jemand sein, oder? Ja. Genau. Genau. Alexei hat Probleme. Alexei hat Probleme, die Gefangenen zu versorgen. Er irrt, wenn er auf Ravaks Gnade hofft. Seine Schützlinge taugen nur als Blutopfer. Ja, danke. Verschwende keinen Gedanken an ihre Rettung. Ihr Fleisch ist verdorben. Also versündige dich nicht, indem du dich mit seinem Vorhaben gemein machst. Alles, was er braucht, sind ein paar Splitter. Mildtätigkeit und Nächstenliebe. Ugh, widerwärtig. Was Alexei in Anspruch nimmt, steht nur Ravak zu. Alles klar. Und ich kann mich nicht entsinnen, dass du deinen Zehn schon entrichtet hast. Ja. Hier. Das sollte reichen. Deine Gabe wird nicht vergessen sein. Ravak segnet jene, die ihm untertan sind. Ja. Dein Stahl wird reiche Ernte halten. Aber jetzt widme dich wieder deinen Angelegenheiten. Okay. Okay. Sie ist uns also auch keine Hilfe. Wunderbar. Dann gehen wir zum nächsten. Das wird Attila sein, ne? Ja. Alexei braucht Elixit, um die Versorgung der Gefangenen sicherzustellen. Bei Ravak, ich war noch nie ein Freund davon, dass wir unsere Neuzugänge wie Kreaturen halten. Aber ich bin zu alt, um zu glauben, ich könnte etwas daran ändern. Das nicht, aber deine Splitter würden ihre Situation verbessern. Weißt du was? Du hast recht. In meinem Alter verlieren Splitter ihre Bedeutung. Sollen die Gefangenen von ihnen profitieren? Danke. Okay. Wenigstens er ist nett. So, okay. Wen haben wir denn hier noch? Kuckuck. Wenn ja. Alexei braucht regelmäßig Splitter für die Gefangenen. Warum werben er und seine Männer überhaupt noch Außenweltler ab? Hier werden sie sowieso nicht glücklich. Nicht, solange es Resistente gibt. Du hilfst also nicht? Du hilfst also nicht. Das habe ich nicht gesagt. Ich wollte dir nur meinen Standpunkt aufzeigen. Aha. Wenn ich ihre Situation verbessern kann, will ich das tun. Okay. Alexei kann auf meine Unterstützung zählen. Sehr gut. Wir sind jetzt offiziell Spendeneintreiber. Na, siehste. Wenigstens etwas. Wegen der Gefangenen. Wegen der Gefangenen. Ja. Ich konnte genügend Morkons überzeugen, für sie zu spenden. Ausgezeichnet! Glaub mir, schon bald werden aus den Gefangenen aufrechte Diener unseres Herrn werden. Und das Blut unserer Feinde wird ihm zu Ehren fließen. Na, siehste. Ich danke dir im Namen aller Abwerber. Jo. Nur gibt es nichts, womit ich dir meine Dankbarkeit ausdrücken kann. Dir muss also genügen, dass du für das Richtige eingetreten bist. Freut mich, wenn ich helfen konnte.
Freut mich, wenn ich helfen konnte. Hast du. Im Gegensatz zu allen anderen. Kannst dir auf die Schulter klopfen. Das ist mein voller Ernst. Okay. So, bereit für einen Wettkampf. Bereit für den Wettkampf? Bin ich. Dann lass uns mal einen passenderen Ort als diesen hier suchen. Unterwegs kannst du mir dann auch noch ein paar Takte erzählen. Wir haben keine Eile. Okay. Nicht dein erster Gegner? Nein. Dixon war vor dir dran. Und? Gewonnen? Er wird nie wieder kämpfen. Das ist mehr, als ich wissen wollte. Egal. Was hältst du von der Grotte? Hast sicher nicht erwartet, dass Menschen unter der Erde leben können, was? Ihr solltet mal durchlüften. Ja. Aber mal was anderes. Wie ist die Lage draußen? Ist dieses lila Gewürm schon abgerückt? Nein, und ich glaube nicht, dass das so schnell passieren wird. Schlecht. Hatte gehofft, es beruhigt sich etwas. Ja, ich auch. Wenn die Resistenten weiter den Kurs bestimmen, kommen wir unter die Räder. Naja, wir sind gleich da. Besser, du hängst dich voll rein. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe, ich muss ihn nicht töten. Wobei, jetzt auch egal, ne? Wir haben ja seine Quest abgeschlossen. Guck mal, hier wird geputzt. Na, wo will er denn hin? Hier kämpfen? Der Platz ist gut für ein Duell. Okay. Wenn uns einer in die Quere kommt, sein Pech. Einen Moment noch. Von wegen. Du wolltest ein Duell, du kriegst ein Duell. Los, zieh deine Waffe. Ich dachte, du hältst mir den Rücken frei. Das war vielleicht eine Lektion. Ja. Wer so hart zuschlägt, hat es verdient, als Sieger hervorzugehen. Na siehste. Lass dich von Gosta auszahlen. In deinen Händen sind die Splitter besser aufgehoben als in seinen. Okay. Gut. Dann gehen wir zurück. Wenn ich den Weg finde. So. Ja, hier sind wir falsch, ne? Ja, hier sind wir falsch. Ganz prima. La 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 la. Ja, das war irgendwie unten, ne? Da war so eine Treppe. Die muss ich mal eben finden. Und dann gucken wir mal. Ich glaube hier. So. Alexei ist besiegt. Respekt. Hast sicher schon leichtere Gegner gehabt. Ja, ja. Hier, dein Einsatz und der Gewinn. Ja, cool. Abzüglich 10% Organisationsgebühr. Ist klar. Von einer Gebühr hast du nichts erzählt. Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Nur muss ich darauf bestehen. Was?
Die Unkosten würden mir sonst das Genick brechen. Ja. Hier, eine kleine Kompensation. Wenn du bereit bist, dich auf die nächste Herausforderung einzulassen, gib Bescheid. Ich nenne dir dann den Kontrahenten. Ich bin bereit für einen Kampf. Ich bin bereit für einen Kampf. Gut. Wie viele Splitter setzt du? Das volle Programm. Das volle Programm. Jagun wird dein nächster Gegner sein. Okay. Harter Knochen, immer schlecht gelaunt. Aber nicht unschlagbar. Zwei Dinge solltest du wissen. Zum einen prügelt er gern auf Schwächere ein, selbst wenn sie schon am Boden liegen. Hat sogar schon Tote gegeben. Oh oh. Zum anderen... Nein, warte. Die Information ist zu wertvoll. Ein paar Splitter in meine Hand und sie ist dein. Oh nee. Egal. Ende. Wir sollten erst mal vor unserer eigenen Haustür kehren. Nee. Der will uns nur die Kohle aus der Tasche ziehen. Der alte Lump. Kennen wir doch schon. Du bist doch der Kerl, der bei Gostas Wettkämpfen mitmacht. Ja. Und? Wenn du gegen Jagun antreten solltest, darfst du nicht gewinnen. Wir Arbeiter kriegen sonst seinen Frust ab. Als er das letzte Mal verloren hat, sind zwei meiner Freunde nicht mehr aufgestanden. Oh nein. Ich soll also den Kopf für euch hinhalten. Bitte, bei dir reißt er sich vielleicht zusammen. Bei uns nimmt er garantiert keine Rücksicht. Ich sag auch nicht, dass du es umsonst machen sollst. Ich werde bei den Arbeitern den Hut für dich rumgehen lassen. Such nach dem Kampf Sloppy auf. Ihm geben wir das Zeug. Du findest ihn in einem der Schächte. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Lass uns nicht hängen. Boah. Okay. Das gefällt mir ja gar nicht. Aber wir haben noch ein bisschen Bedenkzeit. Wir werden jetzt hier ein kleines Päuschen machen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Meine lieben Freunde, wie immer vielen lieben Dank für eure Kommentare, für eure Likes, fürs Einschalten. Freut mich sehr. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns bald wieder und dann geht's hier weiter. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.